So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ist es eine Folge? Ist es sein? Nein, ist es nicht. Es ist ja schon alles passiert, was passieren konnte. Und ja, es gab natürlich eben halt so ein, zwei Sachen, was ich noch natürlich loswerden wollte. Das ging natürlich nicht. Ich musste tatsächlich aus dem Video von gestern, aus dem letzten Video, musste ich tatsächlich wegen GEMA-Probleme das Ende rausschneiden, beziehungsweise die Musik vom Ende raus. Das hört sich jetzt total zerrissen an. Wegen der Monetarisierung und den Telefonanruf von Mama, und dabei kann man natürlich den Schuss nicht hören. Ja, aber die haben da Musik reingeknallt, wofür man Urheberrechte braucht, und ja, das musste ich leider rausnehmen. So, nun ist es so, der letzte Vorhang ist gefallen und die Autoren haben da auch hier was zu sagen. Das konnte ich gestern mal sehen, und los geht's. So, Tim. Und so fällt der Vorhang. Aber du bist ja immer noch hier, hast wohl aus dem Kino gelernt, nach dem Abspann noch da zu bleiben. So, ich möchte gerne, ich meine, ich kenne ja Carsten selber, also ich habe mit Carsten ja öfters telefoniert, und ich würde es gerne ihn so nachmachen mit der Stimme, wie er normalerweise spricht. Ich komme nicht aus dem Saarland, deswegen kann ich es nicht. Deswegen, wir möchten uns persönlich bei dir bedanken, dass du uns über die gesamte Entwicklungszeit bis hin zum Finale treu geblieben bist. Daniel, und vor allem, dass du die ganze Zeit über Hans ertragen hast. Daniel ist der Autor, der hat auch schon einige Bücher selber gemacht, ist im Übrigen der Bruder von der Lina aus 7 Endgame, um einfach mal zu petzen und einfach mal was zu triggern. Er ist der Bruder von ihr, und er hat, ich weiß nicht, 7 Endgame? Da hat er mitgeschrieben, und ich glaube auch 7 tödliche Offenbarung. Er hat auch eigene Bücher geschrieben, die kann man tatsächlich bei Amazon erwerben. Ich finde, er sieht sehr, sehr jung aus, aber ich glaube, er ist auch schon ein bisschen älter. Aber er sieht sehr jung aus, liegt, glaube ich, an dieser Frisur und so. Das kannst du laut sagen. So schlimm war er auch wieder nicht. Lass ja mein Hans in Ruhe. Naja, so schlimm war er auch wieder nicht. Manchmal ging er einen schon echt auf die Eier, aber hey. Es soll euch jetzt das Gefühl geben, als würdet ihr mit den Autoren schreiben. Das ist natürlich ziemlich geil. Wow, es gibt also tatsächlich Hans-Fans da draußen? Oh ja, die ganze Community waren Hans-Fans. Habe ich dir es nicht gesagt? Sag mal, Tomji, sind deine Kinder immer so laut? Nein, das sind die Nachbarskinder. Ach, wohnen die bei euch? Nein, die wohnen unter uns, aber die sind immer so laut. Kennst du unser Spiel 7 tödliche Offenbarung überhaupt schon? Tja, und ich habe es ja gerade erwähnt, tatsächlich, ich kenne es ja. Ich habe beide 7 Teile durchgespielt. Bin gerade dabei, es zu spielen. Klar, ich habe den ersten Teil bereits durchgespielt. Nein, ich habe alle beide gespielt. Auf unserem YouTube-Kanal zu sehen. Und das würde ich euch auch empfehlen. Leute, die über The Sign nur darauf gekommen sind, auf diese Autoren, spielt alle Teile. Inka, was ist dein Problem? Ich mache Werbung. Spielt alle Teile von diesen Leuten. Das, also 7 tödliche Offenbarung und 7 Endgame sind hammergeile Games. Und dazu komme ich jetzt zu dem Vergleich mit diesen Spielen. Was ich bei 7 besser fand, also bei alle beiden 7 Teilen, das Ende. Es war zwar auch so kaugummimäßig lang, aber es war einfach interessanter. So, und ich muss jetzt tatsächlich sagen, leider in dem Teil des Sign haben die das Ende auch mega, 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 mega lang. Also ich finde nicht, dass man in einem guten Spiel nochmal mit jedem einzelnen Charakter schreiben muss. Und auch in jedem Film ist das so. Beim Film ist es auch, der Endboss wurde besiegt und die reiten in den Sonnenuntergang hinein und man sieht sie 10 Jahre später, haben 20 Kinder. So läuft das eigentlich normalerweise. Also man kann sich kurz halten. Wäre hier auch besser gewesen. Vielleicht das mit der Hausboot, die Geschichte, war interessant, finde ich. Jetzt übe ich ja selber Kritik. Aber dann die Lea-Geschichte nochmal. Und der andere Mist war einfach unnötig. So sehe ich das einfach, weil das war einfach viel zu lang. Muss ich sagen, hat mir bei 7 besser gefallen. Und bei 7 tatsächlich haben die diesen What-the-fuck-Moment. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte das bei diesem Teil hier jetzt nicht mit der Mutter. Es schließt sich ja eine nach der anderen aus und im Endeffekt war es die Mutter. Und denkst du auch, ja, gut, konnte man mit rechnen. Und bei 7 gab es diese What-the-fuck-Momente. Und gerade nachdem eben halt Leo gestorben ist, das hat einen geflasht. Das war der Hammer. Also ich muss sagen, und Folge dessen, was jetzt die letzte Episode angeht von The Sign, muss ich sagen tatsächlich, dass 7 Endgame da tatsächlich das geilere Spiel war. Sorry, Leute. Meine Meinung. So!
Das freut uns. Und als Dankeschön für deine Treue haben wir hier noch einen kleinen Gutschein für dich. Gutscheincode 3 bla bla. Solltet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Damit erhältst du 25 Bix mit 7 tödliche Offenbarungen. 25 Bix, das ist schon... Ja. Um diesen einzulösen, klicke in der App 7 tödliche Offenbarungen links auf das Zeichen und gebe dort den Code ein. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht lasse ich mir was Kleines einfallen. Ich werde diesen Code vielleicht ausschwärzen, wenn es geht, und mache daraus eine kleine Verlosung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und damit ihr unser kommendes Veröffentlichung nicht mehr verpasst, haben wir ein Forum für euch eingerichtet. Sehr gut. Ja, ich wollte nicht auf den Link klicken und ich habe es doch getan. Ich kam gestern da doch nicht mehr so schnell raus. Das wollte ich auch noch nämlich noch sagen. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Ne? Vergisst diese Leute nicht. Folgt denen überall, wo es geht, bei Instagram, Facebook oder wo auch immer. Und die arbeiten, soweit ich weiß, tatsächlich schon am neuen Spiel. Und das ist übrigens das Forum, ihr seht's. Das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Jetzt komme ich hier nicht wieder raus. Oh. Das ist immer sehr anstrengend. Also die arbeiten tatsächlich an einem neuen Spiel, deswegen die Leute, die mir jetzt auch tatsächlich wegen dem Spiel folgen, entfolgt mich bloß nicht. Es geht weiter. So. Nochmal eben kurz. Ich muss mal eben nochmal kurz machen. So. Bis bald, Tom G. So. Vielen Dank nochmal für deine Unterstützung, Tom G. Bye, bye. Bis bald. Und auf Wiedersehen. Bis bald machen wir einfach. Denn wir würden uns natürlich auf ein neues Spiel freuen. Das war's mit The Sign auf jeden Fall. Ich finde das Spiel top. Es war richtig geil. Ich muss auch tatsächlich sagen, bis Episode 4 komplett durch. Episode 5 zog sich dann irgendwie so dahin. Und dann natürlich nach Ende war das echt sehr, sehr anstrengend. Hier steht es nochmal. Folge uns. Bla bla. Danke fürs Spielen. Ne? Vielen Dank. Für Spielen. Wir arbeiten auf Hochtouren an neuen spannenden Projekten. Wenn du nichts verpassen willst, folge uns auf den Social Media Kanälen. Das habe ich euch gerade schon erzählt. Und jetzt in eigener Sache tatsächlich noch. Und zwar an alle Jonathans-Fans da draußen. Wenn ihr jetzt ein bisschen weiter runter scrollt am Video, dann seht ihr eine Beschreibung. In dieser Beschreibung findet ihr einen Merch-Shop, einen Link zu einem Merch-Shop von unserem Kanal. Und dort findet ihr tatsächlich auch Jonathan-Merch. Das heißt, ihr könnt euch da T-Shirts und Kaffeebecher und was weiß ich, was ihr alles haben wollt, könnt ihr euch dort bestellen. Fragt mich bitte aber nicht, ob ich denn jetzt was von Cedric machen kann oder was von sich von wen. Kann ich nicht, weil ich bin Jonathan. Ich bin Jonathan und habe das mit Carsten, mit einem diesen Entwicklern, mit dem wir gerade geschrieben haben, auch abgesprochen, ob ich das dann machen darf. Er war der Meinung, das finde ich super toll. Ich habe ihn auch tatsächlich einen Kaffeebecher schon gepostet, wie es aussieht. Folgt einfach in der Videobeschreibung. Da ist der Link. Merch Shop. Oder eben halt auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr bis zur letzten Seite scrollen und dort seht ihr geile T-Shirts oder was weiß ich, was irgendwas war, habe ich da hingeschrieben. Und dort könnt ihr von Jonathan ein paar geile Sachen bestellen. Also ihr Kinderchen, das war's. Bis zum nächsten Projekt von diesen guten Jungs. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ne? Und haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Projekt. Ciao und vielen Dank fürs Reinschalten.